Guten Tag, meine Freunde. Morgen ist nun der Tag der Tage. Das Spiel in dem Grab, das Kult 69 und Dorn im wunderschönen B58 in Braunschweig. Für die ganzen Leute, die jetzt die diese Woche noch die Tickets bestellt haben, ich werde euch gleich nochmal anschreiben und werde euch sagen, dass eure Tickets an der Kasse bereit liegen, weil ich wollte die nicht nochmal verschicken, weil ja, nicht, dass die von der Post nicht rechtzeitig ankommen. Das aus Erfahrung weiß ich, dass es manchmal ganz schön knapp werden kann halt, ne? Und dann, also ihr braucht an der Kasse nur euren Namen nennen und ihr bekommt dann die Tickets ausgehändigt. Das klappt einwandfrei, vertraut mir. Und für all die anderen, die so lange gezögert haben, kommt zur Abendkasse, lasst den Abend ein Erfolg werden und feiert mit uns. Ehrenwertig Grab, das Kult 69 und Dorn, ne? Ich wollte schon Detron sagen, Detron ist da, wird es geschrieben, aber Dorn ausgesprochen. Und ich hoffe, das wird ein richtig schöner Abend halt, ne? Und ja, genau, weiter wollte ich eigentlich in der Zwischenzeit nochmal für Ende des Jahres noch eine KKR-Label-Nacht planen. Und eigentlich hatte ich jetzt mal im Gedanken, weil letztes Jahr hatten wir Sinister geholt, dass wir vielleicht dieses Jahr Dishonored 4 holen, ne? Aber im Moment, dieses Jahr spielen die nicht. Nächstes Jahr könnte es vielleicht was werden. Was haltet ihr davon? Eine KKR-Label-Nacht zum Beispiel mit Dishonored 4? Oder fallen euch da andere Bands ein, die man mal holen könnte? Dann könnt ihr ruhig mal in den Kommentaren schreiben, was euch so einfällt. Und mal schauen, was man realisieren kann halt, ne? Und das ist auch immer halt alles eine Kostenfrage. Und jedenfalls wollen wir gerne weiterhin einen Headliner präsentieren oder davor halt ein oder zwei KKR-Label-Bands, ne? Und ja, das würde mich richtig freuen halt, was man da noch auf die Beine kriegen kann, ne? Genau, jetzt jedenfalls ist das Wichtigste morgen in Van de Grab, das Kult 69 und Dorn. Und ich bin mal gespannt, wen man dort alles sieht und ja, ich freue mich jetzt schon. Heute muss ich nochmal arbeiten und bereite schon langsam alles vor. Also die ganzen anderen Sachen sind schon alle vorbereitet halt, was man so haben muss, ne? Und ja, ich hab Bock. Ihr auch? Bis dann, ne? Beteiligt euch mal mehr in den Kommentaren, ne? Bis dann, tschüss.